Rosteder Zentrum der Privatklinik Konfraternität wenden wir erstmals in Österreich eine neue Methode der Behandlung der gutartigen Prostatavergrößerung an. Bei iTint handelt es sich um ein kleines Körbchen, das für eine Woche in den Bereich der Prostata implantiert wird und dadurch die vorhandenen Einengungen behebt. Damit bauen wir das Angebot der minimalinvasiven und damit schonenden Eingriffe weiter aus und können jedem Patienten eine individuelle und bestmögliche Therapie anbieten. Die gutartige Prostatavergrößerung und Einengungen des Blasenhalses bzw. der Harnröhre betreffen sehr viele Männer. Typische Symptome sind ein schwacher Harnstrahl, das häufige Urinieren, das Gefühl, die Blase nicht vollständig entleeren zu können oder das oftmalige Aufstehen in der Nacht, um die Blase zu entleeren. Mit diesen Symptomen sollte man sich jedenfalls an den Urologen wenden. Die besonderen Vorteile für den Patienten bei der Behandlung mittels iTint gegenüber der konventionellen Operation sind, dass es sich um einen minimalinvasiven, das heißt schonenden, kurzen Eingriff handelt. Der Eingriff selbst kann entweder in lokaler Betäubung oder völlig schmerzlos in Sedierung stattfinden. Es gibt wenige Nebenwirkungen, insbesondere sind keine Inkontinenz, das heißt unkontrollierter Harnverlust oder Auswirkungen auf die Sexualität zu befürchten. Ein weiterer Vorteil ist, dass nach der Entfernung dieses Körbchens es zu einer raschen Besserung der Symptome kommt. Der besondere Vorteil und der Behandlung in der Privatklinik Konfraternität ist die große Auswahl an möglichen Behandlungsoptionen. Wir haben eine große und langjährige Expertise im Bereich der minimalinvasiven Behandlung von Prostatavergrößerungen und können damit jedem Patienten auch eine bestmögliche und individuelle Therapie anbieten.